Weil du es nicht machst. Ich könnte es aber machen, wenn ich wollte. Das ist es. Ich könnte es ja machen, wenn ich wollte. Die Frage ist immer nur, will man? Das ist es dann, ja? Na, Käfer, wir gucken einfach, wie weit ich komme. Genau. Was hast du jetzt geplant? Auch ein Flyby oder? Naja, aber ich glaube nicht, dass ich das jemals erlebe. Meine Rakete kippt gerade. Deine Rakete kippt gerade. Du hast Fins dran, ne? Naja, hat. Ja. Ich habe keine Fins dran. Meine Rakete kippt gerade nicht. Hm. Ich wollte das nur mal so erwähnen, also. Ja, nicht, dass da irgendwelche Missverständnisse auftreten, ne? Ach Gott, hier, jetzt müsstest du sehen, was hier gerade abgeht. Ach, alle Booster sind in eine Richtung geflogen. Erstaunlicherweise hat ein Stück überlebt. Ja. Und hat das Science Lab überlebt. Jetzt habe ich auch meinen ersten Körper umgebracht. Na, Graz. Wurde ja auch mal Zeit. Also Raumfahrt ohne Tote ist keine Raumfahrt, ne? Ja, aber die Frage ist nur, wo würde ich die halt die letzte Science, die ich bräuchte, herbekommen, um den verdammten Flyby hinzukriegen, weil ich auch die Fuel-Pipes bräuchte. Ach Gott, wie schaltet man nochmal um? Nicht zwischen den Objekten. Mit der Tilde, Komma, also Apostroph und der SZ-Taste, also Fragezeichen. Wenn du im Nahbereich bist. Ja, das würde hier gerne. Ach, schade, dass es lockt. Schade. Sonst hätte ich noch einmal deins abgegriffen. Oh. Ja. Cool, die Rakete befindet sich auf ganz guten Wege. Der Orbit öffnet sich langsam. Aber ich denke, mit dieser Stufe werde ich es nicht ganz schaffen. Ja, mal gucken. Das wird ziemlich knapp, der Sprit. Der wird auf jeden Fall knapp. Wir gucken, dass wir ein schönes, sauberes Manöver nachher gleich hinkriegen. Ist immer so eine Geschichte bei sowas natürlich dann auch. Gucken wir uns erstmal los zu dem Masse. So, die Stufe ist alle. Wir sind schon außerhalb der Atmosphäre. Das bedeutet, ich kann auch ruhig hier die Kleine anmachen. Hm, der hat die Kleine angemacht. Ja. So, wir können auf volle Last gehen. Wo kriege ich die Science her, die ich bräuchte? Wo kommt denn hier der Satellit her, der hier in den Planeten knallt? Escape 1? Der knallt nicht in den Planeten, der fliegt raus. Was ist denn das für ein Winkel? Ja, es ist ein Escape-Winkel. Ja, wofür? Ich verstehe. Das war eine Mission. Ach so. Die Mission lautete, teste die Engine, während du auf dem Escape-Tractor bist. Also, ah, das ist ja mal eine geile Mission. Und deswegen fliegt er da so, wie er fliegt. Ich mache mir gerade eher Sorgen wegen meinem TWR. 74.000 langsam fallend und der Orbit, der macht, was er will. Nur nicht eins, der öffnet sich nicht richtig. Lieber TWR! Warte mal, Käfer, ich hab Science schon vom Flugzeugkanal geholt. Und damit bin ich auf 64 gekommen. Ich brauch dummerweise 90. Nee, ich muss den Start nochmal neu machen. Nicht Assembly. Ich brauch den Start neu machen, nicht ins Assembly, Mensch. Ich würde mir gerne das eine Teil. Kann ich dieses Teil irgendwie anders kriegen? Was für ein Teil? Was denn? Ah, die Fuel Duct. Das, was mir dringendst fehlt, um was Sinnvolles hier auf die Reihe zu kriegen. Ach, du willst Fuel Duct haben? Willst du entweder Spargel-Staging machen? Ach, das ist Spargel-Staging, oder? Ja. Das heißt, also dieses Wort Aspargel heißt auf Deutsch Spargel. Oh, was habe ich denn eigentlich hier für eine erfüllte Mission? Ach, meine Pudel, okay. Ja, das ist eine gute Frage, lieber. Oh Gott. W34K3ND.
Und willkommen im Stream. Ich brauche Science, dringend Science von irgendwoher. So, ich drücke jetzt mal nicht so viel Energie in den Schalldruck rein. Das war eben gerade nämlich auch ziemlich dusselig, was ich da gemacht habe. Aha. Wurde gerade einer Freundesliste hinzugefügt. Was sagt man dazu? Ach, das heißt Weekend. Ach Gott. Was hat die vier dann da drinnen zu suchen? Das nennt man Liedschrift. Ich kann doch keine Liedschrift, ich bin ein alter Mann. Ich bin zurückgenommen Gra unter meine also Räume. gerade als alter Mann solltest du Liedschrift können, weil das ist dann eher so aus der alten Zeit der Ära. Die heutige Jugend kann eigentlich eher weniger Liedschrift. Das ist noch eher ein Überbleibsel aus der 8-Bit-Zeit. Weekend. Ja. Ja. Wer sagt, bau eine kleine Stufe, du musst bis zu den Gebäuden schweben. Da machst du Wissenschaftszeug. Mit den Gebäuden Ja. schweben klingt sehr, sehr herrlich. Wissenschaftlich. Nee, es klingt nicht, als könnte ich das hinkriegen, ehrlich gesagt. Ach, das ist eigentlich ganz easy. Könnte eine Rakete bauen, um ins Gebirge zu fliegen, ja. Das Dauert ist auch easy. Das halte ich für deutlich einfacher als mit einer Rakete zum Wissenschaftszeug zu hovern. Ja. Kann auch rüberlaufen. Das ist easy. So, Stage View. Machen wir uns mal Stage View an. Alter, wie schnell geht denn das Material da runter? Da wird mir ja übel. Kann auch einfach. Moment, gucken wir mal raus. Ja, der Moon Orbit wäre die nächste Möglichkeit. Dummerweise fehlen mir die Fuel Ducts, um eine Rakete zu bauen, die das auch halbwegs schafft. Könntest du mal mit der anderen probieren und nehmen halt nicht die übertriebenen Booster, sondern die kleineren. Naja, kann man bei euch im DMP mitzocken? Weiß ich nicht, vielleicht irgendwann mal, heute eher nicht, weil das ist heute ja alles noch ein bisschen Test. Ja. Wir wollen ja erstmal selber sehen, wie läuft das überhaupt. Funktioniert das so, wie man sich das vorstellt? Wie anfällig ist das Ganze? Wie häufig haben wir Verbindungsabbrüche? Genau, also der ganze Test sozusagen. Also wir spielen eigentlich gar nicht richtig konzentriert KSP, wir gucken die ganze Zeit nebenbei auf irgendwelche Datenmonitore. Ja. Ja, das Übliche halt. Hier, paar Daten. 76E45429-408F-. Die Das ist. 299 Strich bitte mal noch überprüfen. Ich weiß nicht, ob das hier verifiziert wird. Ja, doch, das ist verifiziert. Das ist deine Wessel. Okay, sehr gut. Also so geht's die ganze Zeit. Wir gucken die ganze Zeit auf die Daten. Das ist also wie bei der NASA. Die gucken auch die ganze Zeit auf irgendwelche Daten. Außer es sei denn, das kurz mit der Kamera hingeschwenkt, dann wird automatisch Famarama eingeblendet. Damit die Leute denken, oh, bei der NASA hat man Spaß, da möchte ich mich bewerben. Famarama. Das ist natürlich auch eine Idee. Ich könnte hier das Ganze. Ich werde gerade gefragt, ob wir den Telemachus-Mod kennen. Den Telemachus-Mod, das sagt mir gar nichts. Nee, ich muss gerade aufpassen bei der Mod. Diese Ah. Mod ist mir gerade sehr aussagekräftig. Aber man muss auch nicht wirklich jede Mod kennen. Weil da gibt es ja wirklich so viele, ist der Wahnsinn. Das ist echt der Wahnsinn. Befürchte, ich habe nicht genug Data wieder, Verlinken, nein, weil die automatisch hier gefressen werden. Die einfach die Mod beschreiben. Und wenn ich sage, die ist interessant, dann kannst du mir die gerne PMen.
Weil die werden hier Ja, immer nicht. automatisch gelöscht. Das ist so eine Standardeinstellung von Twitch. Ein Satelliten. Ne, ein Statistik-Anzeige-Mod. Statistik-Anzeige. Aha. Wie viel gestorben sind, wie viel Fuel man verbraucht hatte, wie viel Material in Kilo man insgesamt hochgejagt hatte, sowas in der Art? Das wird ein teurer Versuch. Das muss im Prinzip gelingen. Nicht, weil ich sonst pleite bin, sondern weil es mich sonst ziemlich ärgern würde. Affe, zweiter und dritter Monitor. Nee, so viele Monitore habe ich sowieso nicht. Nee, 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 nee. Nee, so viele habe ich auch nicht. Wir sind keine Profis. Also, Ottwald klingt zwar so, weil er ist nicht Gronkh und ich klinge auch so. Ich bin auch nicht Gronkh, aber er ist auch nicht PewDiePie. Also, ich bin auch nicht PewDiePie. Also entweder ich komme damit zum Mond oder zumindest in den High Orbit und könnte dadurch Rune Science kriegen, das würde mir schon Geht auch reichen. über Handy und Co. Geht das auch mit meinem Nokia 3210? Mann, ab dafür. Ja. So, ich habe jetzt einen richtigen Orbit. Jetzt muss ich mal gucken, was habe ich denn jetzt alles noch dabei. Ich habe jetzt die Stufe dabei, die mich eigentlich zum Mond bringen sollte. Und ich habe Was? noch die zweite Stufe, die eigentlich ziemlich groß ist. Ich werde es trotzdem mal versuchen, noch zum Mond zu kommen. Also das werde ich auf jeden Fall versuchen. So modern, hab hier noch 5110. Ja, das kenne ich. Gut, und Open war das mal. Das heißt, wir werden mal einmal observen. Machen das dann wieder zu. Danke sehr, wir dürfen das mal behalten. Dann machen wir das wieder zu. Das jetzt zu. Hallo, nochmal. Hä? Reset, nein, reset nicht. So, closen. So, jetzt kriegen wir die jetzt zu, oder was? Ja, danke. Gut. Jetzt werden wir mal einen Kurs setzen, um zum Mond zu kommen. Jetzt machen wir das ganz geil. Wie ihr seht, wir haben hier noch keine Navigationsnotes und so ein Zeug. Warte mal, ich mach mal Du kurz das hast noch SR. keine Navigationsnotes. Nein, habe ich nicht. Oh Gott, wie willst du zum Mond kommen? Ganz ruhig, ganz ruhig. Das sind die Leute, die nervös werden bei sowas. Ne? Merkt man, Ich also bin es. nicht nervös. Das sind die Leute, die, wenn die keine Tools haben, nervös werden. Ja, So, um musst du zum Mond nicht. zu kommen, gehen wir mal unsere Kapsel rein. Da haben wir unsere Kapsel. Ja, ist schick und gut. Und jetzt mache ich mir einige Anzeigen an. Aha. Was aha? Was heißt hier aha? Aha. Ja, ich weiß nicht, was Aha heißt. Ich sag das Wort nur gerne. Ah, du sagst das Wort sehr gerne. So, ich mache erstmal diese Anzeige an, damit wir unseren Orbit um Kerbin erkennen. Das ist unsere erste Anzeige. Hier in der zweiten Anzeige schalten wir unseren grafischen Horizont an. So, da haben wir. Haut's rein. Schönen Abend noch und viel Spaß. Danke sehr, Flusinerd. Auch dir einen schönen Abend und danke fürs Einschalten. Ah. Gut, dann brauchen wir. Jetzt muss ich gucken, dass ich das wieder finde. Das ist immer so die schöne Sache dabei. Das ist ein AV wie Navigation, würde ich mal sagen. Nee, das ist genau der daneben, der daneben. Ich suche es immer wieder. Das wird noch eine Weile dauern, bis ich das hier wirklich kenne. Halt, da war doch. Clerestrickel Bottles. Go, da haben wir's. Das heißt, da gehen wir einmal rein. Dann wählen wir uns den Mund aus. Da haben wir ihn. Und wählen auch diesen aus. Danke sehr. Jetzt haben wir so rein theoretisch schon mal unsere Voreinstellung. So, und jetzt wird's lustig. Ich stehe ja auf lustig. Und weil ich so gerne auf lustig stehe, suchen wir uns mal den Mund raus. So, da vorne ist der Mund. Da seht ihr, ne? Jetzt möchte ich bis hier hinkommen. Dann machen wir jetzt einen Timeskip. Schubidubidu. So, hinter uns, da sehen wir uns die siebte Rocketdüsen. Ja, jemand ist mal wieder im Weg im All. So, da haben wir's. Wir sind auch sogar schon fast richtig ausgerichtet, wie wir sehen. So, wir sind jetzt auf Kurs.
Oder? Sind wir jetzt auf Kurs oder nicht? Ich muss mal gucken. Okay. Nee, wir sind halt nicht auf Kurs. Haben beinahe einen Fehler gemacht.